Mein erster PC aus dem Jahr 1995, genauer gesagt, das ist der erste PC vom Steffen. Vielen Dank für die Hardware-Spende. Das ist ein Privileg, PC aus dem Jahr 1995 von Quelle. Quelle war ein Versandhaus, viele kennen das wahrscheinlich noch. Da gab es jede Menge Sachen, da gab es irgendwie gefühlt alles, auch PCs. Und das ist ein Privileg-PC. Das war damals die Eigenmarke von Quelle gewesen, bis die umgeschwenkt sind auf Fujitsu Siemens. Da ist sogar noch der Original-Lieferschein dabei von Quelle vom 17.03.1995. Und da ist auch noch der Preis drauf, 1898 D-Mark, umgerechnet heute mit Inflation 1600 Euro nach 30 Jahren. Und da ist auch verzeichnet, was da verbaut ist. Das ist ein Desktop 486er, ein DX266-CD, also das ist sogar ein Rechner mit CD-ROM-Laufwerk, das war damals schon was Besonderes. Diskettenlaufwerk ist hier schon verbaut, das war damals ja Standard, gab ja nichts anderes und ein USB-Stecker war damals noch nicht erfunden. Und hier ist das CD-ROM-Laufwerk, das ist ein Mitsumi Quad-Speed-Laufwerk und das war damals schon richtig schnell gewesen und auch richtig teuer. Privileg sagt manchen bestimmt noch irgendwas, irgendwie hat man das schon mal gehört und das kennen viele vielleicht auch heute noch von Kühlschränken oder sonstiger sogenannter weißer Ware, also Geschirrspüler, Kühlschränke und sonstige Sachen, die in der Küche zu finden sind. Aber da gab es tatsächlich mal PCs von Quelle eben. Das war eine Eigenmarke von Quelle. Ich habe das mal in Google eingetippt. Privileg 486 DX266. Und was wird da gefunden? Eine Kühl-Gefrier-Kombination. Hier auch nochmal so eine Art Kühlschrank. Aber mit PCs hat das gar nichts mehr zu tun. Hier unten ein IBM, aber da fehlt auch Privileg. Also diese Generation von Rechnern, diese Privileg-Rechner, das ist längst vergessene Technik. Das kennt eigentlich praktisch gar keiner mehr. Was hat man da alles für sein Geld bekommen vor 30 Jahren? Das ist hier aufgelistet, die Ausstattungsmerkmale. Prozessor IBM CX486 DX266. Was ist das genau? Die damals dabei waren, die wissen das. Das ist ein Cyrix 486er und das ist ein Prozessor, der eben lizenzgefertigt wurde. Das ist kein Original Intel, das ist einmal Cyrix, dann steht IBM drauf, alles Mögliche. Die haben untereinander die Lizenzen getauscht. Dann hat es hier Speicherausbau bis 64 MB auf der Systemplatine möglich. Ist natürlich weniger verbaut für dieses Geld. Das war damals richtig teuer. 64 MB konnte sich 1995 keiner leisten. Die Beschreibung der Systemplatine ist auch noch dabei und sogar ausgedruckt, wie damals ebenso üblich. Und da gab es jede Menge Jumper und Steckbrücken, wie man das nennen möchte, Einstellungsmöglichkeiten. Alles hier ganz sauber aufgelistet, wie man eben irgendwas einstellt im BIOS, wie das BIOS funktioniert, wozu das BIOS auch alles hier gut ist. Das Netzteil auf der Rückseite, das scheint noch original zu sein, wenn man sich das Ganze anschaut. Oben eben der Systemaufkleber drauf, Quelle Privileg 486 DX266, dann hier die Bestellnummer ist dabei, IBM H3342 und ganz besonders hier unten Zylinder, Köpfe, Sektoren 872 16 48. Also wer weiß, was das bedeutet, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, die meisten wissen es nicht mehr. Die Anschlüsse auf der Rückseite, hier unten die Tastatur, ist ja auch hier auf dem Aufkleber ausgeführt. Und hier steht dann COM1, COM2, GAME, LPT, VGA. Ich denke mal, das ist nicht mehr ganz so original. Da wurden mal ein paar Karten getauscht. Das hier ist der Gameport. Hier unten hat es eine serielle Schnittstelle. Hier eine andere serielle Schnittstelle. Dann hier den Druckerport. LPT1 auch paralleler Port. Und hier ist eine Soundkarte nachgerüstet worden. Hat damals mit Sicherheit mal so 100, 200 D-Mark gekostet. Hier die VGA-Karte, da fehlt das Slotblech. Funktionieren tut der PC aber trotzdem. So sieht der PC von innen aus, wenn man die Abdeckung abnimmt. Wirklich alles Original 90er. Wahrscheinlich nicht ganz Original Auslieferungszustand, was die Karten betrifft. Der Rest aber schon sehr schön. Auch hier der IBM-Prozessor zu sehen. Der hat noch nicht mal einen Kühler. Und das ist was, was Intel eben nach Mitte der 90er dann doch nicht mehr geschafft hat. Die Pentiums, die hatten ja alle einen Kühler drauf, brauchten ja auch einen Kühler. Die Kühler wurden immer größer, da hat sich ja eine eigene Industrie um Kühler gebildet. Das kann man sich eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, gerade wenn man sieht, was ARM heute produziert. Da sieht Intel richtig alt aus. Die produzieren ja keine Prozessoren, die produzieren ja Prozessoren mit einer integrierten Heizung. Ist bestimmt einigen schon aufgefallen. Am Anfang hieß es ja, dass da ein Cyrix drin ist und das ist auch ein Cyrix-Prozessor.
Und Cyrix ist genauso eine Firma wie AMD gewesen, die eben sozusagen Klone hergestellt hat von den 486ern oder auch von 386ern. Und hier verbaut ist ein Cyrix CX486DX2, genauso wie es hier steht. Wie bei Cyrix üblich wurde eben dieser Prozessor auch als IBM Blue Lightning 486DX2 verkauft. Ganz super bei diesem Rechner. Da gibt es keinen Wartatonnen-Akku mehr auf der Hauptplatine, der auslaufen kann. Der wurde entfernt, hier wahrscheinlich vom Steffen. Und der würde hier sitzen in dieser Region und da wurde eben dieses Kabel hier dran gelötet. Das geht in das Gehäuse hier und da ist eben nochmal eine Batterie drin oder ein anderer Akku. Und falls der auslaufen sollte, dann eben nur in diesem Gehäuse. Sehr schön auch die verbaute Soundkarte, eine Original Creative Soundkarte. Ganz oben links ist zu sehen, das ist die CT2950. Das ist ein riesen Flatschen, das ist eine riesen Karte. Heute alles in einem Chip integriert. Der Chip ist dann heute so groß, der ist kaum noch sichtbar. Der ist dann irgendwo in einem anderen Chip wieder drin. Und hier hat sogar noch einen Anschluss für ein IDE-Laufwerk hier auf dieser Seite. Da konnte man nochmal ein CD-ROM anschließen. Das ist die Grafikkarte, die jetzt hier drin war, die ich hier vorgefunden habe. Eine Trident-Grafikkarte. Das Besondere an der, das ist eine VESA Localbus-Grafikkarte. Sieht man sehr schön hier an diesen Anschlüssen. Die Anschlüsse gehen bis zum Ende der Karte und hier auf der Hauptplatine hat es drei VESA Localbus-Slots. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Da gab es damals aber praktisch nur Grafikkarten und Controller, also Festplattencontroller. Soundkarten als VESA Localbus hat es meines Wissens nach nie gegeben. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wer auch einen VESA Localbus-Rechner hatte, wer da mehr drüber weiß, wer eigene Erfahrungen damit gemacht hat. Ich stecke die Karte mal wieder rein und das war immer eine Herausforderung gewesen, diese VESA Localbus-Karten reinzustecken, weil die klemmen vorne, klemmen hinten und wenn das Mainboard nicht richtig festgeschraubt war, dann hat sich das durchgebogen. Ich habe den Rechner mal eingeschaltet und bin direkt ins BIOS gegangen, ohne überhaupt hochzufahren und was man hier sieht, das ist richtig Hightech gewesen. Im Jahr 1995. Das ist ein AMI BIOS oder EMI BIOS American Megatrends Copyright 1994. Und was man auch schön sieht, das hat sogar eine Mausunterstützung. Das war natürlich sensationell für die 90er. Noch nicht mal irgendein Treiber geladen und dann schon ein grafisches BIOS. Da kann man hier so ein bisschen drin rumklicken. Man kann ja keine Fenster verschieben. Das ist hier nur sozusagen ein simuliertes Windows. Aber ich kann hier draufklicken und kann eben die Sachen entsprechend einstellen. Advanced, Chipset, Original und so weiter. Kann man nicht viel einstellen. Da kann ich hier versuchen, die Festplatte erkennen zu lassen. Mal gucken. Ja, hat eine gefunden und das war damals natürlich wirklich mehr als Hightech. Das war sensationell fortschrittlich. AMI hatte damals auch Mainboards hergestellt, eine ganz kurze Zeit. Also wer mal so ein Mainboard hatte, einfach mal in die Kommentare schreiben. Logisch, die hatten natürlich auch ein AMI BIOS, diese Mainboards. Und hier bei diesem Mainboard, da kann ich eben jetzt hier Datum einstellen, Floppy A, Floppy B, gar nicht mal wirklich viel, was ich hier einstellen kann. Und trotzdem hier wirklich so hübsch gemacht. Das Ganze noch speichern und beenden. Das geht hier oben, ganz oben links, Save Changes and Exit. Und da klicke ich drauf und dann kann ich hier neu starten. Sieht man hier richtig schön so einen alten Post-Screen von 1995, genauer gesagt, BIOS ist von 1994. Die Festplatte wurde ja erkannt, aber trotzdem wird hier nicht gebootet. Finde ich merkwürdig. Ich hatte den Rechner, nachdem ich den bekommen hatte, eingeschaltet und da hat eigentlich alles funktioniert. Hier oben zu sehen eben Cyrix CX486DX2, 1,4er Floppy, BIOS-Datum. Und der Rechner, der hat 8 MB RAM. Wirklich nicht besonders viel, aber für die damaligen Verhältnisse schon sehr großzügig. Sehr merkwürdig, diese alte Technik. Ich habe den Rechner noch ein paar Mal ein- und ausgeschaltet, ein paar Mal resettet, habe nochmal eben die Festplattenerkennung gestartet und da wurde auch immer dieselbe Festplatte erkannt. Wie am Anfang, warum soll das auch anders sein? Aber plötzlich bootet er, plötzlich funktioniert's. Man weiß nicht, woran es liegt. Ich habe auch die Uhrzeit richtig eingestellt, das Datum, also das Jahr von 1901 auf 1997 und sieh da, auf einmal geht's. Diesen Bootscreen oder Postscreen, den kennen mit Sicherheit sehr, sehr viele. Der Maustreiber, der geladen wird, dann wird hier ein CD-ROM-Laufwerk gefunden. Dann wird eben noch der Treiber geladen, da kann man sich das Ganze hier anschauen. Und viele kennen mit Sicherheit auch hier diese Verzeichnisstruktur. Ganz oben DOS, dann Maus, dann Pipemania ist hier zu sehen, hatte ich mal installiert. Sound Blaster 16, Spiele, Doom Data und so weiter und so fort. Tipp mal Win ein für Windows, mal gucken, ob Windows da installiert ist. Sieht aber nicht so aus. Man kann sich ganz leicht anzeigen lassen, welche DOS-Version da installiert ist mit dem VER-Befehl. Das ist MS-DOS 6.2.2 und da kann ich mal Checkdisk eintippen. Checkdisk, um die Festplatte selber zu überprüfen.
Ja, das ist eine 300 Megabyte Festplatte. Wirklich nicht groß, heute fast nichts. Aber damals war es richtig viel gewesen und die war auch richtig teuer. CheckDisk war ja ein bisschen veraltet sozusagen. Es gab ja mit eben dieser MS-DOS 6.2.2 Version sogar schon ScanDisk. Und ich kann es trotzdem mal einfügen. CheckDisk ist heute bei Windows 11 auch noch dabei. Der Befehl ScanDisk selber, wenn ich den mal aufrufe, den kennen bestimmt auch einige. Fällt optisch schon so auf, der wurde dazu gekauft. Das ist nicht von Microsoft programmiert, sondern das Programm ScanDisk wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit bei Symantec programmiert und die haben das einfach nur zugekauft und ihrem MS-DOS beigelegt. Was musste man in den 90ern immer machen mit seiner Festplatte? Ganz klar defragmentieren und da gab es den Defrag-Befehl und man hat eben gesehen, da stand oben auch Symantec. Und hier wird das direkt dann analysiert. Man sieht auch schon direkt, okay, das ist hier ein relativ hochwertiges Programm. Das kann gar nicht von Microsoft sein. Ich klicke mal hier auf Optimieren. Und damals hatte man gerne auch jeden Tag seine Festplatte optimiert. Da konnte man immer noch ein paar Millisekunden rausholen, dass es damit schneller wurde. Ich habe Defrag nochmal gestartet mit dem F-Parameter, also Defrag C Doppelpunkt 1 frei Schrägstrich F. Und da wird auf jeden Fall alles defragmentiert, auch wenn es noch so sinnlos ist. Sieht aber wirklich schön aus und man hat sich immer gut gefühlt, wenn die Festplatte richtig aufgeräumt war. Ein Vorteil hatte das natürlich auch gehabt. Man hat immer mal gesehen, wenn irgendwelche Sektoren von der Festplatte defekt waren. Das wurde hier grafisch dann auch richtig schön angezeigt. Und da war man nach dem Defrag-Befehl natürlich immer auch auf der sicheren Seite, dass die Festplatte als solches keine defekten Sektoren hat und immer gut funktioniert. Was passt besser zu einem PC von 1995 als Doom aus dem Jahr 1995, 1994 ungefähr so, kann ich mich erinnern. Wer es ganz genau weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und das hier ist die erste Version von Doom. Es gab ja Doom einmal und dann Doom 2. Beide liefen unter DOS und das ist die erste Version. Ist wirklich sehr interessant auf diesem Rechner. Ist ein bisschen ruckelig bei diesem Rechner oder genauer gesagt bei diesem Prozessor. Da merkt man aber recht schnell, dass Doom hier so an seine Grenzen kommt. Also die Leistungsfähigkeit von diesem Prozessor, in diesem Fall jetzt hier, ist wirklich sehr begrenzt. Das Ganze ist wirklich sehr ruckelig. Das habe ich aber ein bisschen flüssiger in Erinnerung. Naja, vielleicht war es auch schon ein Pentium, wo ich es mal drauf gespielt hatte. Aber hier macht es eher so mittelmäßig Spaß. Man hat da schon das Verlangen, die Grafik ein bisschen zu reduzieren. Aber dann wird die noch pixeliger, zumindest aus heutiger Sicht. Damals war das Ganze natürlich revolutionär. Das war wirklich ein Megaspiel und da gab es kaum vergleichbare Actionspiele, die das aus einem PC oder aus einem Prozessor und der Grafikkarte rausgeholt haben. Hier habe ich mal einen Originalquellekatalog aus dem Jahr 1997. Das steht hier oben rechts. Sieht gar nicht so aus, als wäre da schon über 25 Jahre alt. Und da gibt es eben die Computerabteilung. Das ist diese hier. Und da sieht man schon, da ist Quelle schon umgestiegen von Privileg auf Fujitsu Siemens. Hier hat es einen Fujitsu Siemens Rechner. Hier auf der Seite auch, da sieht man auch die Preise. Man hat den Eindruck, das ist alles immer teurer geworden. 3.199 D-Mark, hier fast 4.000 D-Mark und hier auf der linken Seite sind dann die billigen Rechner. 486er gab es damals schon gar nicht mehr im Jahr 1997. In der linken Spalte der billigste Rechner bei den 1.799 D-Mark der Pentium 120, 1,2 GB Festplatte, optisches Laufwerk auch schon dabei und Soundkarte auch dabei, 16-Bit sogar. Auf der rechten Seite, in der rechten Spalte, Pentium 166, 2499 D-Mark, da hat man eben schnelleren Prozessor gehabt und 2 GB Festplatte. So einen Privileg-PC wie hier im Video habe ich aber doch noch gefunden in dem Katalog. Wer sich hier mal diesen Computerschreibtisch anguckt für 599 D-Mark, der findet den unten im Regal. Da steht er, da ist der Privileg-PC, so in der Art, wie er hier zu sehen ist. Das ist wohl noch ein Bild, was sie damals abgedruckt haben, was ein paar Jahre älter war. So ein alter Katalog ist wirklich immer eine schöne Zeitreise, auch hier was Preise betrifft. Die Sony PlayStation im Jahr 1997 für 399 D-Mark, sogar mit Gamepad, wie es hier steht. Da gab es jede Menge Zubehör dafür. Und wer damals spielen wollte, der war mit der Sony PlayStation definitiv besser bedient als mit so einem PC. War nicht nur billiger, sondern das war auch einfacher zu bedienen und die Grafik war auch besser. Der Vollständigkeit halber, was gab es damals noch an Konsolen, an gescheiten Konsolen? Das war die Sega Saturn, ist damals riesig gefloppt, heute ein absoluter Klassiker und natürlich auch gesucht. Wobei ich muss sagen, die Spiele, die waren nicht so dolle. Wer an dieser Stelle sagt, hey, so ein altes Monster von früher, das hat bestimmt riesig Energie gefressen, der kann sich gerne mal hier diesen Energiemesser angucken. Da ist jetzt der PC eingesteckt, ohne Monitor, der reine PC.
Also mit dem 486er, mit der Hauptplatine, mit diesem super lauten Laufwerk, mit eben diesem riesen alten Netzteil. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem PC haltet, ob ihr sowas auch mal gehabt habt, was euer erster PC war. Andere interessiert das mit Sicherheit auch. Lasst andere mal wissen, was ihr für eine Computergeschichte habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Besucht mir die Seite tooltime.de und die Seite tooltimepedia. Das ist die Seite tooltime.de, da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man sein Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite tooltimepedia, das ist diese hier. Tooltimepedia ist ein Hardwarearchiv, ein Softwarearchiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.